So, Freunde. Ja. Es gibt in ein paar wenigen Tagen eine krasse neue Veränderung, die ich jetzt noch nicht so 100% bekannt geben will. Nur so viel dazu, das hat damit zu tun, warum ich die letzten Wochen so wenig aktiv sowohl auf YouTube als auch auf Twitch war. Also ich war schon aktiv so, aber halt viel weniger, als man es normalerweise von mir gewöhnt ist. Ja, es gibt halt Zeiten im Privatleben eines YouTubers oder Streamers, na, wo er sich halt ein bisschen mehr um seine privaten Geschichten kümmern muss, damit das im Leben weitergehen kann. So viel kann ich jetzt schon mal verraten, aber es gibt zwei, drei Dinge, die sich jetzt in meinem Leben geändert haben. Unter anderem eine große Sache. Ja. Aber ich denke mal, nächstes Wochenende spätestens werdet ihr von mir Neueres dazu zu hören bekommen. Ja, chinesische Mauer, ne? Typisch, was jetzt hier abgeht. Ja, und da wird auch nichts abgeaimt. Es ist niemand da. Die offenen Ziele werden alle wieder ignoriert. Man spottet komplett umsonst. Aber wenigstens hat er mit seinem Leben dafür bezahlt. Kann mal jemand diesen Leo PTA da unten wegschießen? Ja, jedenfalls, also warum ich das jetzt noch nicht verrate, ist ganz einfach. Ne, so, ich will die Sache easy über die Bühne bringen und ich wollte aber jetzt schon mal Bescheid geben. Das wird sich jetzt innerhalb von ein, zwei Wochen auch schon wieder ein bisschen ändern, dass ich halt weniger aktiv war. Na, es sind große Schritte, die ich jetzt die nächsten Tage gehe. Also verglichen mit den letzten 3, 4 Jahren, weil wir wissen ja, was da los war, ne? Wo man zu Hause sitzen musste, dies, das. Ich habe ja auch ein paar Schwierigkeiten gehabt, weil mein früherer Arbeitgeber einfach mit mehreren Monatsgehältern ins Ausland abgehauen ist. Wer meinen Hauptkanal auf YouTube verfolgt, weiß das auch. Also dann mussten wir durch ein Gerichtsverfahren und dann also gab es Zeiten, wo man 2 Jahre lang mehr oder weniger ein bisschen auch eingeschränkt war, ne? So zu Hause mehr oder weniger sitzen musste. Ja, also chinesische Mauer ist so eine Map, da willst du halt schnell durch, ne? Also, du hast keinen Bock hier 15 Minuten rumzuschlängeln und am liebsten schnell durchcappen. Schade, schade, schade. Eines von vielen Maps, wo man am liebsten einfach nur schnell durchcappen möchte, wa? Deswegen finde ich gut, dass er hier wenigstens noch im Cap drin bleibt. Ja, der macht jetzt hier die ganze Zeit einen auf. Herzlichen Dank.
Ja gut, dann bleiben halt mehr Cap-Punkte für mich übrig, ne? So. Oh, ich mag das gar nicht, wenn Leute cappen und dann kurz vorher aus dem Cap rausgehen, ne? Stehe in der Schuld. Ja, ein paar Sekunden noch und ich hätte durchgekippt. Ja, jedenfalls, es sind komplizierte Zeiten, schwierige Zeiten. Man muss ja auch dazu sagen, sowohl YouTube als auch Twitch verändern sich ja teilweise monatlich, ne? Auf YouTube gibt es viel Durcheinander. YouTube macht ja schon seit einigen Jahren große Fehler, ne? So, und viele YouTuber haben auch mittlerweile irgendwie auch gar keine Motivation und keinen Bock mehr auf das Game, ne? Ständig werden Regeln geändert, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, wie lange Videos werden sollen oder auch nicht. YouTube möchte ja auf Zwang diese YouTube Shorts irgendwie da promoten, auf die viele YouTuber gar keinen Bock haben, weil YouTube Shorts ist halt das Gegenteil von dem, was YouTube eigentlich darstellen soll. Und viele YouTuber sind gar nicht gewillt, diese ganzen YouTube Shorts irgendwie da zu veranstalten. Von daher, Twitch verändert sich ja auch ständig. Na. Von 2020 bis 2022 war ja Twitch ja die Hauptplattform, weil viele zu Hause gesessen haben. Ja, mittlerweile, na, diese ganzen Beschränkungen sind aufgehoben. Man muss auch sich so vorstellen, Frühling und Sommer sind viele Leute auch unterwegs. Da spielt halt auch die Motivation. Och Gott. Da ist schon ein Skorpion. Geh da hinten. Ey, wie schnell ist der denn bitte auf seinem Platz? Alter, ich bin ja mit dem Scout langsamer als der Skorpion G oder wie, oder was? Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein, Mann. Ich bin ja schon wieder tot. Ja, mein Motor ist weg. Diese mega geile Maps. Der Typ steht hier, Alter, und niemand aimt das Ding ab, ne? Das ist der Knaller, Alter. Oh Gott. Ja, wo fährst du auf der Map beim Scout hin? Da drüben ist eine Schlachtergasse, hier ist Kreuzfeuer und da drüben ist eine Schlachtergasse. Hier ist auch Kreuzfeuer. Hast keine Position, wo du mit dem Scout hinfahren kannst, ne? Naja. Was haben wir denn heute für eine Winrate hier? 8 Gefechte, 5 Siege, 62,5. Ja, optimal, Alter. Schauen wir doch mal, was hier so geht. Ja, also ich sag euch eine Sache, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen. Neben den ganzen privaten Problemen, die ein Streamer, YouTuber, Twitch-Streamer, wie auch immer, jemand, der da so ein bisschen öffentlich was macht, also die privaten Probleme, die man innerhalb, sagen wir mal, der Familie hat oder sein Privatleben allgemein, ja,
Die sind ja das eine und dann kommen obendrauf noch diese Motivationsprobleme, weil, wie gesagt, YouTube und Twitch verändern sich wirklich die letzten Jahre wechselseitig sehr schnell hin und her, ne? So, mal ist YouTube ein bisschen attraktiver, dann, wie gesagt, von 2020 bis 2022 war so Twitch so ein bisschen interessanter, weil, ne, viele mussten zu Hause bleiben oder, ne, so, es waren viel mehr Leute so interessiert an Livestreams und dann hast du auch wieder die Sommerphase, wo viele eher so bei gutem Wetter wie heute zum Beispiel draußen unterwegs sind. Also man muss halt immer abwägen, ob sich das überhaupt lohnt, da jetzt stundenlang da zu Hause vorm Bildschirm zu sitzen und zu streamen oder. Ja, das ist alles so Erwägungssache. Deswegen, also nur weil jemand da irgendwie ein paar Wochen, paar Monate ein bisschen weniger aktiv ist auf YouTube und Twitch, heißt das jetzt nicht, dass man da generell keinen Bock mehr drauf hat, sondern sind manchmal andere Gründe, ne? So. Das reale Leben hat ja manchmal auch Vorrang, ne? Man muss gucken, dass man da. Ja, jetzt hat niemand hier den Wald besetzt. Das ist natürlich sehr schlecht gespielt. Basecamping ohne Ende. Ja, der komplette Wald ist nicht besetzt, ne? Das ist schlecht. Selbst wenn ich jetzt hier was aufmachen sollte, irgendwie, ne? Da kommt ja nichts bei rum. Weil ja keiner schießen kann. Ja, das ist halt ultra schlecht gespielt, Freunde, ne? Absolut niemand will hier die Mitte deffen und so gut wie niemand will den Wald deffen, also der soll mal hier weg. Ach, Buddy, Alter, wie soll ich denn jetzt spotten? Ja, genau das meine ich doch. Also mit dem FV hier so weit an der Front zu stehen, ist halt. Das ist unschlau gespielt. Wenn man schon sieht, dass die ganzen Mediums alle Basecampen sind. Ja, was stellst du dich denn da mit dem FV da ganz vorne an die Front? Nimmst den einzigen Busch, den man irgendwie da bespotten kann. Guck mal, was ist denn mit dem? Der will auch nicht weg, ne? Der will auch nicht weg mit seiner Arti, wa? Der hier auch nicht, ne? Schön stehen bleiben. Jo, Brudi. Ja, kann ich dich in 10 Minuten zurückrufen? Geht das? Ja, bis gleich. Ja. Und so schmeißt man sein FV weg, ne? Ja. Das ist so eine Map, wenn du da den Wald überhaupt nicht besetzt, Alter, dann wird das schwierig, ne? Schwierig. Diese Spielweise ist halt schwierig, ne? Wenn du da einfach komplett auf den Wald verzichtest, nicht unbedingt schlau. Ja, Freunde, ich fahre jetzt nicht in den Wald, obwohl da gar keiner ist, der auf irgendwas schießen kann. Der Wald muss schon besetzt werden, sonst funktioniert das nicht. Also, das ist so schlecht gespielt noch.
Ich versuche jetzt mal den Cap zu erzwingen. Mir fällt auch nichts anderes ein, was wir da jetzt. Weil ich fahre jetzt nicht in den Wald, wo niemand irgendwie den Wald irgendwie richtig abaimt. Das kostet mich nur meinen Panzer. Ich habe keinen Bock dafür zu bezahlen, dass andere Leute nicht spielen können, ne? Ist mir auch egal, was unser Team jetzt macht, sollen die hier selber entscheiden. Guck mal da. Eine Grille, komplett offen, Alter. Warum der jetzt nicht schon längst tot ist, ist mir auch ein Rätsel, ne? Wie kann eine Grille das überleben, was der da macht? Ja, hier schon wieder so ein FV. Was soll das? Was ist das für eine Spielweise mit dem FV? Ja, der wird jetzt komplett. Der nimmt jetzt Cap-Punkte auf und wird jetzt resettet werden, wahrscheinlich, oder? Dann haben wir den Salat, Alter. Und hier die Mitte muss besetzt werden. Ja, Ziele sind da, ne? Ja, und jetzt hat der FV wieder mal sich resetten lassen, ne? Großartig. 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 Absolut großartig, Alter. Ich werde hier schon wieder sinnlos auseinandergenommen, Alter. Der FV, also beide FVs haben maximal schlecht gespielt, ne? Der eine stand da an der Front im Wald, obwohl da gar keine Mediums waren von uns. Und der andere fährt hier in den Cap rein mit seiner riesen Kiste, dass der da gespottet wird, ist doch ganz klar. Ich habe jetzt den Druck auch aufgebaut, damit die Gegner aus dem Wald rausfahren, um mich zu resetten, weil anders hättest du die da aus dem Wald nicht rausgekriegt, ne? Anders hättest du die da nicht rausgekriegt, Alter. Ich baue jetzt schon wieder Druck auf, mal gucken, so wie das jetzt funktioniert. Ich muss das jetzt machen, weil sonst haben wir keine Chance. Das bringt hier nichts. Aber wie gesagt, in circa, ja, sagen wir mal, 8 bis 10 Tagen bekommt ihr da nähere Informationen, was da jetzt die letzten Wochen und Monate los war. Deswegen, ich werde das auch erst publik machen, wenn das über die Bühne ist. Ja, vorher möchte ich da jetzt nicht drüber quatschen. Ich will erst, wenn das komplett über die Bühne gegangen ist, darüber reden. War eine sehr schwierige Zeit, muss man dazu sagen, auch, ne? War nicht einfach. So, was haben wir denn hier für eine Winrate? 70% Winrate an einem Samstag. Ja, das ist hart, Alter. 10 Spiele, 7 davon gewonnen, das ist stark. Ja. Also, Freunde. Wenn ihr Bock habt, schaut euch auch ein paar ältere Videos an von gestern, vorgestern. Ja, genau, das Video von vorgestern unbedingt mal angucken. Da war ich mit der Killzone in einem Gefecht und das ist sehr interessant geendet. Ja, ist auch ein großer YouTuber und Streamer. Das Video nicht von gestern, sondern von vorgestern mal euch unbedingt mal reinziehen. Und ja, ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann.